Tag Leute und herzlich willkommen wieder zurück zu Evil West. Ja, wir sind oben angekommen. Die Bergspitze wartet auf uns. Das Tal haben wir hinter uns gelassen. Wir haben Abermillionen Gegner zerfetzt, in der Luft elektrifiziert. Aber das genügt nicht, denn das Böse kann man nur elektrifizieren, indem man sie richtig elektrifiziert. Indem wir unseren Handschuh nochmal richtig fett aufladen. Haben wir das letzte Mal schon gesehen, fand ich aber geil. Die Zwischensequenz, die gönnen wir uns nochmal, bevor es dann richtig knallhart losgeht. It all looks pretty standard. All we have to do is direct the current from the central reservoir over there straight into your gauntlet. I'll coordinate the convergence of the electrical beams via an application of a series of levers. Just tell me where to go. I'll trust you with the buttons and levers. Right over there. Kind of abusing my trust right now, Virgil. Oh, hold on, Mr. Jesse. Just a few more seconds. 3, 2. We don't have a few more. Now. Oh yeah. Hot damn, Virgil. Yes. So, wir kriegen nämlich was Neues. Ich glaube, das wird hier am Ende nochmal angezeigt. Nee, Ass im Ärmel, doch, das hier. Das habe ich, glaube ich, das letzte Mal rausgeschnitten. Ein in den Rentierkampfhandschuh integrierte Generator verursacht bei Angriffen in unregelmäßigen Abständen eine zerstörerische Druckwelle. Dieser Prototyp enthält jedoch keinen verlässlichen Auslösemechanismus. Also wir elektrifizieren, genau, ab und zu einfach mal irgendwas. Das habe ich schon, oder was? Habe ich schon gekauft? Ach so, das habe ich jetzt automatisch dazu gekriegt. Aber wir haben gerade so viel Geld. Wenn die Abklingzeit von Heilung noch nicht beendet ist, können Düldet zur Heilung verwendet werden. Benötigt mindestens 1 Düldet. Es gibt keinen Energieverbrauch, wenn die Abklingzeit... Okay, wir haben so viel Kohle. Eine Heilung mal ab und zu. Können wir uns durchaus mal reinhauen. Und wir haben hier noch ein bisschen Geld übrig. Die Verwendung von Schock heranziehen oder Schocksprung überlädt den Kampfhandschuh und erhöht den Schaden. Perfekt. Zack. Haben wir hier noch was? Können wir uns nicht holen. Noch irgendwas Günstiges? Können wir gar nicht holen, ne? So, seid ihr bereit? Ich bin bereit. Erledige alle Monster. So, so wie immer, ranziehen geht nicht. Aber warte mal, ich kann doch... Jetzt kann ich die Umgebungsexplosion doch effektiv nutzen. So zumindest die Theorie. Warte. Jawoll. Warte, wir heilen uns einfach mal. Jetzt kann ich also mit diesen Elektro-Dingern da mich immer heilen. Hohoho. Man denkt jetzt, es ist mega stark. Ist es wahrscheinlich auch. So, sehr gut. Auch noch der Boss. Warte. Wo ist denn der Kleine? Da war er. So, solange der Spinnenmann nicht kommt. Okay. Warte. Dann gehen wir mal den. Und gehen wir mal den. So. Daneben. Ja, das kann ich abbrechen. Oder zwei oder was? Okay, da gönnen wir uns. Zack, zack. Na, wir könnten auch einfach erstmal einen Platt machen. Sehr gut. Eins. Okay, er ballert mit Absicht daneben. So, Heilung kriegen wir. Alter, jetzt kann ich mir hier die Heilung reindrücken und kann die immer benutzen zum Bash. So, gleich die auch nochmal. Warte. Ich muss die auf jeden Fall als Geschoss benutzen. Ja, da haben wir es. Einmal die Power Attack. Yes, Nummer 1. Oh, krass. Das ist einfach schon in der Luft gestorben. So, warte mal, das wollte ich doch gar nicht.
Ich wollte dich doch dahin schießen. So muss ein anderer Kollege hin hier. Let's go. Jetzt kriegst du auf den Sack. Na, das sollte doch reichen. So. Zack, zack. Ach, die kann ich runterpfeffern, ja? Dann nutze ich das doch mal. So. Nächste bitte. Und ciao. Hehe. Ja, ich würde nur sagen, ne? Funktioniert gut. Wir drücken irgendwo drauf und alle werden elektrifiziert. Besser geht's nicht. Ha? War ganz schön geil, oder? So, es geht wieder zurück mit der Superpower des... Aber das, was wir in der Zwischensequenz gesehen haben, dieser Schocker auf dem Boden... Ach doch, das ist, wenn ich R1 und L1 zusammendrücke, ne? Aber das hat noch nie alle getötet. Das staggert die immer nur so ein paar Sekunden. Aber auf jeden Fall sehr stark jetzt der Handschuh. Dass wir zwei von diesen Dämonenbiestern gleichzeitig getötet haben mit Abermillionen von Werwölfen, na, schon heftig. Aber das Schlimmste ist eigentlich immer noch dieses Biest mit diesem Einspinnenkram. Wenn der dabei gewesen wäre, hätte ich kein Land gesehen. That didn't come out right. Rent here. So glad to see you back. All cried out from Daddy's funeral. Made peace with the fact that you never told him how much you loved him. Oh, wait. You didn't do any of that. Because William isn't dead. Instead, you and your band of grade A chuckle fucks let the leader of America's goddamn vampire hunting agency turn into a goddamn vampire! Mr. Secretary, sir, if it weren't for Director Rentier, we never would have found Felicity and... Isn't that just fuckity great? Then I can assume you've got her severed head hidden behind your wiry dead ferret of a frame! Secretary Harrow... Dr. Blackwell, I can't believe I'm saying this, but as of right now, you are the fucking director of the soon-to-be-renamed Rentier Institute, with all the perks and privileges entitled therein. But for now, I want you to lock these sons of bitches up for high treason. And after that, you're gonna squeeze every bit of vital information out of the tick that's currently inhabiting the carcass of William Rentier. And once you're done, apply your own damn protocols and put a bullet in its head like you should have done days ago. Are you having some sort of female moment? I fucking want this fucking done right fucking now! Would you allow me to present a counterproposal? You leave Calico right now and never come back, you lying, sweaty, lecherous, potty-mouthed, flatulent, ugly mustache creep! You ungrateful swine! You sure you want to dance that dance? President Cleveland will know all about this right here. We're having dinner after a sweet-ass musical premiere none of you were invited to because you don't matter! Jesus, I thought I'd shit myself. Amelia, that was... potty mouth? I'm about 90% adrenaline right now, Jesse, so maybe you save your critiques for when my legs stop shaking. Right now, you should go see your father. Oh, oh. Oh, 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 sprich mit William Rentier in seiner Zelle. Aber erstmal trink mal schön Schluck, oder? Dass die das alles gar nicht mitkriegen hier, ne? Wir haben uns da beinahe gekloppt auf der Treppe, das ist dem völlig egal. Na gut. Scheint normal zu sein, dass jeder hier so ein bisschen Widerreden hat und kriegt dann einfach mal eine dicke Faust aufs Auge. Wir können aber noch mal gucken, ob hier oben jemand sein fettes Goldsäckchen hat liegen lassen. Passiert ja hier des Öfteren mal. So, das war ja das Zimmer, wo der Papa 1 drinne lag. Aber hier ist nichts. Die Truhe kann ich nicht benutzen. Nee. Ich glaube ganz ehrlich, in diesem Institut haben wir so gut wie alles ausklabüstert. Auch wenn es unseres ist, ne? Eigentlich gehört es ja eh schon uns. Wir haben nur vergessen, wo wir das Geld hingelegt haben. So, Papa. Ich habe das ungute Gefühl. Aber hier hinten wird irgendwann was liegen. Irgendwann. Hier bin ich schon 5-mal hingerannt und es war nie was. Aber irgendwann wird was da sein. Ich habe das Gefühl, dass Papa sich verwandeln wird. Ja, nein, ich sitze gar nicht mittig.
dass Papa sich verwandeln wird und dann müssen wir Papa aufs Maul hauen. Ah, hier, neue Information. Eine Anleitung von William Rentier. Okay, vielen Dank. Ist es ein Buch? Können wir nicht aufmachen? Müssen wir nicht aufmachen. Ein Buch aufmachen, was soll denn das? Macht man nicht. Bücher bleiben geschlossen. So, mal sehen, was Papa zu sagen hat. Oh, er ist entfesselt. Was ist hier los? Geht's ihm wieder gut? Ach, der hat ja das Antidot bekommen, ne? Für diese Pflanze. Stimmt. Der ist ja jetzt wieder klar bei Sinnen. You know, I'm not the most attentive son, but I could have sworn your leg. I feel 20 years younger, Jesse. Get the Panzer wagon ready. You and I are gonna find Felicity, just like the old days. Let's just wait and see how this thing with Harrow's gonna land. Harrow, pa! That two-bit tyrant could command his way out of an Oklahoma outhouse. Yeah. We sure he's all right? Well, from a purely virological standpoint, he should have turned days ago. If we're seeing nothing by now, I guess the compound works. I can hear you, you know. Oh, better than ever. Goodness, you sound like Gravener with all your silly worrying. Where the hell is Edgar? Okay, nächste Mission. Wo zur Hölle ist eigentlich Edgar Gravelore? Das ist eine gute Frage. Unser guter Kollege, mit dem wir ja einst diesen Antidot-Virus, die Pflanze, geholt haben, weswegen unser Vater anscheinend jetzt von den Vampiren den Fokus der Heilung bekommt, aber kein Vampir ist. Das ist ziemlich gut, das ist ziemlich gut. Und wir haben ja unten in unserer Perk-Liste, in unserer Special-Attack-Liste noch ein Schloss. Das heißt, es wird langsam Zeit, dass wir das komplette Repertoire an Kampferfahrung sammeln. Vielleicht jetzt schon in dieser Mission. Thinking that chatterbox might have some insight on Felicity's whereabouts. I knew that rat son of a bitch was too slippery to croak it. According to our sources, nowadays he dabbles in arms trafficking. Got himself a hideout in the mountains. Edgar snuck into the hills with a box of dynamite. If Gravener wants to get himself killed, let him have at it. This freeze is up for the matter at hand. Like hell it does. So, erreiche Chester Morgans Wagen. Waggon. So, waren wir hier nicht schon mal? Das kommt mir sehr bekannt vor. Okay, was zur Hölle hat er hier gemacht? Ich habe wieder nicht aufgepasst. Manchmal lasse ich zwischen den Zwischensequenzen meine Gedanken schweifen und passe dann natürlich wieder nicht auf. So, große Arena. Sehr gut. Optimal. Ach, das ist hier wieder so eine Scheiße, wo man direkt erstmal am Anfang. Ach, direkt am Anfang die Wurstgegner kriegt, ey. Ich liebe sowas, wenn du hier am Anfang direkt hier so einen Stein hingesetzt bekommst, wo du direkt reinfliegst. Einfach nur geil. Oh, die Gegner sind echt nervig hier. Er hält wieder viel zu viel aus, der Johnny. So, komm. Ah, hör auf! Gönnen wir uns mal. Wo ist er denn? Ja. Den wollen wir doch eigentlich. So. Das Auto-Aiming ist echt für. Ist eine Wurst. Ist leider eine Wurst, weil er einfach nicht checkt, auf was er zielen soll. Aber ich will doch jetzt nicht schon am Anfang wieder meckern. Aber ich muss. So, jetzt haben wir dich. Sehr gut. So. Aber wir wissen natürlich, das kann auch alles
geil. Hat wieder gar nicht funktioniert. So. Dann nehmen Johnny. Na, warte mal. Können wir doch mal nutzen hier. Kürzen wir das Ganze einfach mal ab. Da liegt nämlich extra noch was. Ja, dafür ist es doch da. Wir wollen doch irgendwann auch eine Harmonie des Todes. Sehr gut. Was macht der hier? Oh, warte mal, die kann ich doch runterschubsen, oder? Ne, geht nicht. Das könnte für mich ein Dead End geben hier. Genau. War natürlich klar jetzt, ne? So, dann muss ich hier raus. So, Leute, jetzt müsst ihr aber mal langsam. Geil. Hat gar nicht geklappt, mein Ausweich. Wurstsang. Warum macht er hier seine Power Attack nicht? Okay, kann man auch machen. Das sollst du machen, genau. Zack. Jawohl. Und er? Er will nicht. Er ist da hinten. Er versperrt da leider auch den Weg. Ne? Also töten muss ich ihn. Daneben. Er hängt fest. Haha. Zack. Ja. Yes. Kriegen neuen Vorteilspunkt. Hauen wir gleich rein. Oh, diese Fliegebiester in Kombination. Also es gibt ein paar Gegner, die echt ziemlich nerven. Die einzeln ziemlich geil sind, aber in der Kombination miteinander echt übel. Das ist einmal dieser Hornisse, was wir da gerade hatten. Der Hornissenboss. Am schlimmsten ist immer noch der mit den Eiern auf dem Rücken, der uns einspinnt. Das ist wirklich der Allerschlimmste. Und dann dieses an den Häuserwänden klebende Biest, was mich anpisst. Alter, irgendwann, ich sag's euch, es wird noch eine Arena kommen, da werden alle drei von diesen Gegnern kommen. Das wird dann richtig übel. Aber das Geile ist natürlich auch, wir haben jetzt so viele Special Attacks. Zum Beispiel benutze ich den Flammenwerfer im Kampf so gut wie gar nicht. Das Dynamit habe ich auch so gut wie noch gar nicht benutzt im Kampf selbst. Ich glaube, das muss ich einfach mal anwenden. Das wird bestimmt einfach mal so 5 Gegner auf einmal töten. Oh, geil. Da. Okay, das ist der Buddel Johnny mit dem in Kombination. Okay. Okay. Kann man machen. So. Gönnen wir uns mal. Oh nein, das ist das Eierwesen. Das ist das Schlimmste. Jetzt haben wir's. So. Aber dadurch kriegen wir ihn ja schon mal tot. Zack. Jetzt machen wir das und dann können wir ihm gleich eine Platte machen. Ich muss wirklich diese Kombination alle ausnutzen. Oh Gott, guck dir das an. Muss das aus. Oh, da macht er seine Power Attack halt auch nicht, ne? So. Zack. Ich muss es ausnutzen, auch wenn ich sage, faires Vorgehen. Ich glaube, das ist, gehört einfach dazu. Oh, benutzt er wieder beide auf einmal. So. Jegliche Kombos aneinandergereiht. Dafür hat man sie doch. Okay. Okay.
Das muss ich ausnutzen. So, der ist eigentlich gar nicht so schwer. Komm, wirf! Mhm. Komm, schmeiß! Jawoll. Und dann gebe ich den Rest. Ja, das ist alles eigentlich... Du musst einfach mal für jeden Gegner eine gute Combo raus haben. Dann sind die relativ easy. Jetzt hat man zum Beispiel schon zwei der Hassgegner. Diesen Spinnen-Johnny und die Hornisse. Aber die Kampfarena war eben auch relativ groß, ne? Und wenn du dann hier deine Kombination aneinander kombinierst, deine Kombos aneinander kombinierst, dann sind die gar nicht so schwer. Aber es ist halt trotzdem geil, wenn du es so schaffst, auch ohne diese Power-Attacks, also ohne den Blitz und ohne die Sticks reinzudrücken. Das ist halt schon, das ist nochmal geiler, wenn man es dann schafft. So. Okay. Hier unten in diese Höhle rein. Finde ich zumindest. Aber ich habe mir so viele Kämpfe angetan, so oft aufs Maul bekommen. Das gehört einfach dazu, ich benutze die Sachen jetzt. Wie oft bin ich schon alleine bei diesem ersten Boss gestorben, da bei diesem dicken Wurm. Der kam erstaunlicherweise nicht nochmal. Weil ich diesen Blitz nicht benutzt habe. Und der wäre dann so einfach gewesen. Bam. Einfach nur Bam. So, okay. Neue Kombination. So, hier muss ich springen, oder was? Nee, geht nicht. Hä? Wie komme ich da rüber? Du hast genug Geld, um wieder was zu upgraden. Hier drüben fehlt uns zum Beispiel noch eine Waffe. Jetzt können wir mal gucken. Sprengstoffpackungen verursachen jetzt mehr Schaden. Kleben an Gegner und explodieren entweder nach einer bestimmten Zeit oder können manuell mit... Okay, das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Sprengstoffpackungen bestehen jetzt aus 3 Ladungen statt einer, wenn sie geworfen werden. Okay, ich würde auf jeden Fall erstmal das hier nehmen, weil mehr Schaden ist gut und das als nächstes. Und dann probieren wir einfach mal ein bisschen die Handgranaten aus. Und ballern einfach mal ein paar Handgranaten mitten im Kampf raus. Das Problem ist, ich muss nach unten drücken. Und dann... Obwohl, doch. Geil. Okay. Klebt mitten in der Luft. Geht auch. So, und jetzt? Hä? Warum kann ich hier rüberbringen? Ah, doch. Ah, jetzt komme ich da drüben lang. Ich verstehe. Yes. Okay. Haben wir hier wieder was? Ah, da haben wir noch was zum Runterballern. Na komm. Ich sehe es doch. Ah. Ich stehe in der Seiche. Wahrscheinlich kann ich es nur von hier oben richtig sehen. So, was gibt es hier für Upgrades? Ui, die Armbrust. Die benutze ich einfach viel zu selten. Blitzbolzen. Hm. Sieht aber geil aus, auf jeden Fall. So, von hier kann ich es auch nie anschießen. Oh, das sieht halt schon wieder geil aus hier, ne? Das sieht cool aus. Wenn man jetzt durch den Wasserfall geht. Jetzt muss aber auch das Wasser an der Person runterrinnen. Ja, das hast du halt nicht, ne? Das hast du halt nicht. So ganz haben sie es nicht zu Ende gedacht. So. Da brauche ich wieder ein Seil, ne? Kann das sein? Aber ist das da nicht das Seil? Oh. Ja, so wird das nichts. Das ist mir schon klar. Guck mal, da hinten ist auch irgendwas. Kompliziert. Aber ich muss ja auf jeden Fall da unten hier wieder zurück und muss dieses Ding dann noch runterballern. Oder hier? Oder hier. Wahlweise auch hier. So. Bisschen Gold. Ah ja, hier haben wir es. Hier haben wir es doch schon. Mitten in der Höhle liegt tot am Rande Indiana Jones und hat seine Peitsche liegen lassen, die wir jetzt umfunktionieren als Seil.
Ich will extra hinne machen und du bleibst hier an jedem Scheiß hängen. So. Untersuche die Höhle auf jeden Fall, aber das da sehe ich doch. Da sehe ich doch noch irgendwas leuchten. Ach, da kann ich mich rüberschwingen dann. Okay, Leute, das soll es aber für heute gewesen sein. Das war der heutige Part Evil West. Sehr geil, wir haben eine neue Mission. Wir müssen unseren guten Edgar wiederfinden. Wir haben unseren Handschuh nochmal extrem geupgradet. Ich weiß zwar nicht, was das gebracht hat, weil eine neue Attacke habe ich eigentlich nicht. Aber wir hauen den Gegner gut aufs Maul und der Felicitas, wie auch immer die heißt, der Obermotzen, dem sind wir auf dem sind wir auf jeden Fall auf dem Spur. Geht. Bald wird es hier richtig dick rangehen. Speck.